Eine große Modellbahnschau des Erzgebirgskreises ist noch bis zum kommenden Sonntag im Kulturhaus Aue in Augenschein zu nehmen. Die Schau ist in ihrer Form einzigartig. Sie verspricht Anlagen, Dioramen und Modelle verschiedener Spurweiten auf über 700 Quadratmeter. Dr. Werner Jungnickel von den Lößnitzer Modellbahnfreunden, der zum Organisationsteam von Steffen Biskup und Modellbauclub Jansbach gehört, sagte beim Ausstellungsaufbau: Naja, wir haben das komplette Kulturhaus und wo die Garderobe ist, sind Anlagen, die werden jetzt zurzeit noch aufgebaut. Dann hier oben die ganze Etage mit den Anlagen, natürlich mit unserem Bahnhof hier. Ja, es gibt eine Fotostrecke, aktueller Anlass hat sich ergeben. Vor 50 Jahren wurde die Schmalspurbahn von Wilke Haslau nach Kirchberg eingestellt, der Verkehr. Und wir machen eine Fotostrecke über die gesamte Schmalspurbahn Wilkau-Haslau-Karlsfeld. Passend zu diesem leider etwas traurigen Jubiläum. Und dann, ja, neben der Ausstellung gibt es dann noch am laufenden Band Eisenbahnfilme zu sehen von zwei Eisenbahnfilmen. Und zwei Dia-Vorträge kommen auch noch mit dazu. Im Kulturhaus Aue stellen 6 Vereine aus. Mit 4 privaten Anlagen umfasst die Schau insgesamt 20 Anlagen. Die Schmalspurbahnstrecke von Wilkau-Haslau bis Karlsfeld ist aber auf keiner dieser Anlagen nachempfunden. Nein, haben wir hier leider nichts, aber der Pressnitz-Talbahn ist nachgebaut. Müssen sogar 2 Anlagen sein. Eine ist hier oben, steht schon bei Steinbach, ein ganz kurzer Ausschnitt. Sehr schön gemacht. Und ein Teil von der unteren Pressnitz-Talbahn, die wird heute noch angeliefert. Das ist dann Großrückerswalde, was also wirklich nicht mehr existiert, also nichts von der Museumsbahn. Nach den Ruhetagen am Montag und Dienstag ist wieder am Mittwoch von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Zu Himmelfahrt sowie am Freitag, Sonnabend und Sonntag kann die große Modellbahnausstellung im Kulturhaus Aue jeweils von 10 bis 18 Uhr besucht werden.